Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Stormy. Das erste Open Skilled Tournament, also das erste offizielle Turnier, findet ab morgen bei Jurassic World Alive statt. Was das Ganze ist, wie das Ganze funktioniert, was ihr bekommen könnt und was so meine Gedanken zu diesem Turnier sind, das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ihr seht, ich bin gerade in-game und darum soll es auch gleich gehen. Ich werde schon mal die Saurier soweit aufmachen und schon mal nach Seltenheit sortieren. Denn da können wir gleich direkt mal schauen, welche Saurier am Wochenende benutzen dürfen. Ihr seht erstmal hier parallel eingeblendet nochmal die Schedule von dieser Woche, welche Saurier kommen, welche Strike-Events und so weiter. Und ihr seht, morgen und am Samstag beginnt jeweils ein episches Strike-Event. Guides werden dazu folgen. Wochenendsaurier sind jetzt T-Rex, Baryonyx und Sigurdontosaurus. Werde ich sehr wahrscheinlich auf T-Rex gehen, weil ich da momentan am wenigsten DNA von habe. Und ihr seht auch unten Tournament. Und darum soll es jetzt nämlich gehen. Tournament. Locked Level 26, no Boosts. Und davor sieht man Grau, Blau und Gold. Und da sagt schon mal ganz viel aus. Und ganz davor durchgestrichen eine Hybrid-DNA, also das Pinke. Deswegen keine Hybride erlaubt. Es sind nur erlaubt gewöhnliche, selten und epische Saurier. Und das Ganze wurde auch jetzt mal gepostet im Forum und da möchte ich euch ein bisschen was zu erklären. Hier seht ihr erst, sorry, seht ihr erstmal die Anforderungen als auch die Bedingungen für dieses Turnier. Und ihr seht Requirements, also die Anforderungen. Ihr dürft nur gewöhnliche, seltene und epische Non-Hybrid-Saurier verwenden. Deswegen habe ich die Saurier parallel schon mal auf. Wir werden jetzt mal durchsprechen, welche ich denke für dieses Turnier gut geeignet sind und was ihr so denkt. Ja. Level, all creatures are set to tournament level 26. Alle Saurier sind auf Level 26 skaliert. Stat Boosts sind ebenfalls nicht vorhanden. Das heißt, wenn ihr euren Saurier geboostet habt, das bringt nichts. Die sind einfach genullt quasi. Und das muss ich schon mal sagen. Diese Randbedingungen sind sehr fair für ein Turnier und zeigen mir einfach, dass sie und denken oder dass sie den richtigen und guten Job machen, das von vornherein fair gestalten zu wollen. Das Ganze geht Freitag am 3. März um 16 Uhr los unserer Zeit und endet Montag am 6. Mai, natürlich nicht März, um 15 Uhr unserer Zeit, beziehungsweise 16 Uhr unserer Zeit. Aufpassen, 16 Uhr natürlich. Und Entry Fee, ihr müsst 100 Dollar dafür bezahlen. Das ist okay, das ist nicht so viel, das kann man relativ schnell bekommen. Und hier seht ihr mal eure möglichen Preise. Ihr seht, Platz 1 bis 3 bekommen 30.000, 20.000 und 10.000 Ingame Cash. Das ist sowas von insane viel. Top 5 immer noch 7.000, Top 10 4.900, Top 500 500 und dazwischen noch so ein bisschen aufgeteilt. Und wenn ihr teilnehmt, bekommt ihr immer 2.500 Coins. Ich werde wahrscheinlich bei den 2.500 Coins landen, weil ich nicht so viel kämpfen werde. Nun, wie funktioniert das Ganze? Also ihr seht jetzt hier gerade auch mal die Arena. Ihr werdet hier bei dem Turnier links auf Kampf oder wie auch immer klicken können, Turnierkampf oder was auch immer. Dann wird ein Gegner euch zugelost, abhängig von eurer Medaillenzahl. Die Medaillenzahl ist das, was ihr bei dem Turnier sammeln könnt. Dann sammelt ihr keine Trophäen, sondern Medaillen. Und das ist ein wichtiger Punkt für den weiteren Verlauf des Videos. Da komme ich aber später nochmal zu. Und dann macht ihr ganz normal Kämpfe. Ihr bekommt dabei keine Brutkästen und ich glaube auch keine Coins. Und ihr könnt dann im Leaderboard steigen für dieses Turnier. Und wenn ihr am Ende in den Top 500 seid, gibt es eben 500 Cash. Ich werde da wahrscheinlich mitmachen, aber ich habe einfach keine Zeit am Wochenende, dass ich jetzt da irgendwie groß was reisen kann. Deswegen, ich mache da einfach mit. Mache morgen auch um 16, 17, 18 Uhr irgendwann einen Stream. Dann, wenn ich das Strike-Event gemacht habe. Und werde euch das Ganze natürlich zeigen, eure Fragen beantworten. Wir sprechen ja darüber, welche Saurier ihr verwenden sollt und so weiter. Ja, so viel schon mal dazu. Dann gibt es natürlich die Reglementierung, dass man keine Hybride mitnehmen darf, als auch keine Saurier, die seltener als epische Saurier sind. Und da möchte ich jetzt mal mit euch drauf eingehen und schauen, welche man so mitnehmen darf. Wir fangen hier oben natürlich bei den epischen an und da haben wir direkt Stegoceratops. Mäp, ist ein Hybrid, dürft ihr nicht mitnehmen. Aber daneben Erlikosaurus könnte interessant sein, ist ein schneller Saurier. Oh, da muss ich erstmal die Dino-Lautstärke leiser machen. So soll es besser sein. Der hat, glaube ich, einen minimalen Schadensbuff bekommen im Update und könnte daher ein guter Damage-Dealer sein. Daneben Gorgosuchus dürfte mich mitnehmen, aber Kryposuchus, beziehungsweise, genau, Kryposuchus, der hat ja auch einen Buff bekommen oder eine generelle Überarbeitung. Eventuell ist er kein so schlechter Saurier, aber müssen wir mal abwarten. Er hat nicht die besten Fähigkeiten, er hat auch nicht so krasse Werte.
Dann geht's weiter. Post, die dürfte mich nicht mitnehmen, aber den guten Diplodokus. Diplodokus sollte eigentlich noch brauchbar sein für dieses Turnier, gerade mit Schutzvorteil, wo er den gegnerischen Schutz zerstören kann und sich selbst Schutz machen kann. Er hat noch dazu sehr viel Leben auf 26, von daher denke ich, ist das ein Muss. Dann Spinotter daneben dürfte er auch nicht mitnehmen. Wir haben mit Cola Sophus noch. Eventuell als Debuffer, ja, mit dem ablenkenden Stoß und der Verzögerung und der Aufhebung könnte vielseitiger Saurier sein. Dann haben wir da Sinoceratops, der wird, denke ich, relativ gut sogar dabei sein. Den kann man sehr gut spielen mit dem Verlangsamen, dem normalen Betäubung und danach dem Blitzansturm. Könnte sicherlich zu gebrauchen sein. Wen haben wir denn dann noch? Alanka, auch verfügbar. Kentrosaurus, Stygimoloch, Ankylo, Plu, Baryonyx, Segodonto, Monolophus, Spino, Pyroraptor, Urano, T-Rex und Ratscha. Und da unten geht es jetzt noch weiter. Die bis zum T-Rex, die dürft ihr tatsächlich alle mitnehmen. Das sind alles keine Hybride. Und auf den ersten Blick würde ich sagen, T-Rex ist davon gut zu gebrauchen. Eventuell auch der Kentro, der hat im letzten Update einen Buff bekommen. Ich habe mir jetzt das dieses Mal nicht im Detail angeschaut, ob der verändert wurde. Und auch Urano hat einen Buff bekommen im letzten Update schon. Der hat seitdem relativ viel Schaden gemacht. Eventuell mit seinen Fähigkeiten, mit der Betäubung und dem Auswechseln. Vielleicht eine gute Kombi mit einem Dracorix, denn der Dracorix bei den gewöhnlichen dürft ihr natürlich auch mitnehmen. Dann haben wir Amagocephalus, Nodopato, die dürft ihr nicht mitnehmen. Darwinopterus dürft ihr wiederum mitnehmen. Weiß aber nicht, ob der so gut ist mit dem Blutungsschaden eventuell. Dann haben wir Sarcorixis, Dimodactylus, die beiden dürft ihr natürlich nicht mitnehmen. Concavenator dürft ihr mitnehmen, Brachio dürft ihr auch mitnehmen. Bedenkt aber, Brachio hat relativ krassen Nerf bekommen jetzt vor dem Turnier. Einfach auch bestimmt im Hinblick auf die Turniere, dass er nicht so krass OP ist. Theranon dürft ihr auch mitnehmen, natürlich dürft ihr auch den Pachy mitnehmen, Edmonton dürft ihr nicht mitnehmen, Maya dürft ihr wiederum mitnehmen und den neuen, den Purotaurus dürft ihr nicht mitnehmen. Soviel zu den epischen, also das sind eine ganze Menge, die ihr mitnehmen dürft. Ich würde aber jetzt mein Team nicht nur rein aus epischen machen, das ist schon mal, denke ich, der erste Tipp, den ich euch geben darf, denn klar, die Saurier, die epischen sind häufig, nicht alle, längst nicht alle, häufig besser als gleiche Art Saurier von den gewöhnlichen und seltenen Sauriern. Aber bei den gewöhnlichen und seltenen gibt es auf jeden Fall Saurier, die auch gut sind und auch gut zu spielen sind. Deswegen macht nicht ein Team aus 8 epischen, sei denn es gibt eine krasse Kombi, kann natürlich sein, das weiß ich vielleicht auch jetzt noch nicht, dann könnt ihr das natürlich machen. Kommen wir mal zu den seltenen. Da haben wir da oben direkt die Metron, und den Dracorix. Dann haben wir Tuyango, Tenonto, die dürft ihr alle mitnehmen. Also ihr dürft theoretisch ja alle mitnehmen, außer da, wo unten die Zahl pink umrandet ist. Und seht ihr, dürft nur ein Jahr nicht mitnehmen. Suchotata dürft ihr nicht mitnehmen, welcher ja viel gespielt wird von vielen Leuten. Der Mayunga Suchus, Brolyv, Ankylokor und Diplutator. Den Rest dürft ihr komplett mitnehmen. Und meine Favoriten hier sind definitiv immer noch Delta. Ornithomimus eventuell einfach nur wegen der Kombinationsmöglichkeit. Huerosaurus hat gute Werte, bedenkt das. Postosuchus hat sehr hohen erste Runde Schaden. Hat er auch immer noch. Giraffatitan, auch ein guter Disabler für schnelle Saurier, ja, mit dem Gebrüll, ja, wo er auch Schutz macht und den Gegner direkt verlangsamt. Aligogen 2, eventuell auch ein guter Damage-Dealer, müsste ich mir nochmal anschauen. Und Tenonto und Tuyango sicherlich auch nicht so schlecht mit den Disable-Fähigkeiten, wobei ich aber sagen muss, da gibt es andere, welche ich glaube besser sind. Dann haben wir noch die gewöhnlichen und da dürft ihr natürlich alle mitnehmen, denn hier gibt es keine Hybriden und da sind definitiv meine Favoriten der Tabosaurus, wenn man nicht den T-Rex mitnimmt. Dann auf jeden Fall Velociraptor immer noch, auch weil er schnell ist. Ja, muss man mal schauen, ob er viele Counter hat. Das weiß ich jetzt so nicht. Natürlich, er hat viele Counter, das weiß ich schon. Aber man muss das im Turnier auch so ein bisschen gucken, was nehmen die Gegner mit. Nehmen sie viele Counter für Raptoren mit oder eher nicht so? Wenn nicht so, dann kann man den Velo sicherlich mitnehmen. Dann könnte Mayasaurus ganz gut sein. Denke ich, Miragaia meine ich, nicht Maya, Miragaia natürlich. Wird einer der wahrscheinlich meistgepicktesten sein für dieses Turnier. Und der Dracorix Generation 2 als Swap-In, gerade mit Delta. Das werde ich auf jeden Fall beim Anfang mal ausprobieren. Ich werde also Delta mit dem Dracogen 2 Tabo T-Rex und dann muss ich mal gucken, ob ich noch was Vielseitiges, was Tankiges oder was Blutungsschadenstechnisches mitnehme. Ihr seht also, es gibt eine ganze Menge an Sauriern. Achtet einfach drauf, die dürfen nicht rot oder grün sein von der Seltenheit und die dürfen unten, die Zahl darf nicht pink bzw. lila umrandet sein, denn das sind Hybride, die sind auch nicht zugelassen. Soviel zu dem Turnier. Ich freue mich da tatsächlich drauf. Der einzigste Nachteil, und da kommen wir jetzt auch zu einem größeren Punkt,
Hier wurde nämlich auch von den Apex Predators im Forum angesprochen. Das blende ich euch jetzt parallel mal ein. Wir gehen da auch jetzt mal durch. Teilweise unterstütze ich die Jungs da voll und ganz. Teilweise finde ich aber den Grund dafür nicht so ganz für mich schlüssig. Denn ich würde jetzt sagen, also die ganze, der Post dreht sich quasi darum, dass sie das Turnier, das erste jetzt einfach, dass sie da nicht teilnehmen werden, dass sie das boykottieren. Aus dem Grund. So steht es auch genau da drin. Lasst mich es kurz suchen. But again, we are very disappointed with the current trophy system. Dann liest man sich noch ein bisschen weiter durch. Das steht jetzt hier nicht dabei. Sie sind enttäuscht von dem aktuellen Trophäensystem. Denn ab 6000 Trophäen würde man kaum Gegner finden. Jetzt sage ich aber auf der anderen Seite. Ich gucke gerade mal parallel ins Spiel. Ich weiß es nämlich nicht. Wie viele gibt es denn überhaupt mit 6000 Trophäen, Leute? Es gibt gerade einen mit 6000 Trophäen. Ihr seht hier oben 5500 oder mehr. Das sind dann insgesamt nur, lasst mich schätzen, vielleicht 100 Leute. Natürlich, ja, findet man, sind ein paar mehr als 100, vielleicht 140 oder so. I don't know. Natürlich findet man da oben in dem Bereich, wenn die Kämpfe fair stattfinden sollen. Und das ist ja genau das, was sich jeder wünscht, dass man gegen faire Gegner spielt. Und zwar findet man ab 5.500 bis 6.000 Trophäen kaum noch Spieler. Aber wenn es auch nur 140 Spieler sind, die sind nicht alle gleichzeitig online und die drücken nicht alle gleichzeitig auf Kämpfen. Und das ist natürlich dann wiederum klar, dass die nicht unbedingt Kämpfe finden. Ja, das ist für mich vollkommen klar. Das ist, die müssten natürlich auch Kämpfe finden. Dafür gibt es die AI-Kämpfe. Und ich finde, diese Thematik, dass sie momentan keine Ranglistenkämpfe finden, ist total schwachsinnig, denn es ist keine Saison. Also ist es komplett wurscht, wie viele Trophäen die haben, solange die in der höchsten Arena sind. Und die Brutkästen kann man auch mit AI-Kämpfen füllen, meine Meinung. Von daher finde ich diesen Post sehr, sehr gewagt von denen. Hätten sie jetzt da reingeschrieben, sie sind aktuell mit dem Kampfsystem unzufrieden, weil man drückt auf Kämpfen und 5 von 6 Kämpfen bricht das Ganze einfach ab. Das macht für mich ein Turnier unspielbar. Das ist meine Meinung. Und das ist natürlich, das wäre für mich ein Grund, wo ich auch gesagt hätte, wenn die ihn hätten jetzt gesagt, wir boykottieren das Ganze, weil momentan die Kämpfe übel zu backen, man findet doch eh keinen Gegner, kann die App 5-mal neu starten. Hätte ich sofort gesagt, Jungs, das ist was Gutes, da machen wir mit, weil es ist momentan absolut Kacke, wie das in der Arena da läuft. Ja, aber zu sagen, dass das Trophäensystem scheiße ist, obwohl das erst seit 3 Tagen draußen ist, finde ich absolut unprofessionell und auch schwach, weil so gut kann man das Trophäensystem doch noch gar nicht kennen. Es hat erstens noch keine Season stattgefunden, das Ganze ist jetzt seit 2 Tagen implementiert und natürlich muss man es, hat man es zwangsläufig schwieriger, da oben einen Kampf zu finden, wenn man so viele Trophäen hat. Ich glaube, das ist jetzt aber nur meine eigene Meinung, und ich glaube, da hat man einfach auch eventuell, das ist jetzt, soll keine Unterstellung oder so sein, ich weiß es nicht, also ich weiß es einfach wirklich nicht. Vielleicht haben die einfach Angst, sich zu blamieren, weil sie nicht in den 500 sind, weil es ein skillbasiertes Turnier ist und die schreiben auch selbst, sie haben sehr viel Geld ausgegeben. Glaube ich aber nicht. Die sind auch, da sind definitiv gute Kämpfer dabei, deswegen kann ich so ganz den Post nicht verstehen und ich kann auch noch weiter nicht verstehen, warum man das Ganze boykottieren möchte, denn man sollte bei dem Turnier, das ist jetzt der andere Punkt, bezüglich Trophäen sollte man natürlich einen Gegner finden. Ja, da ist das Ganze basierend auf den Medaillen. Man hat alle noch, jeder startet bei 0 Medaillen. Also sollte man am Anfang bis zum Schluss eigentlich häufig Kämpfe finden. Und von daher, hey, warum sollte man sowas boykottieren? Dann sollte man eher die normalen Arena-Kämpfe boykottieren oder wie auch immer und das mal ankündigen und sagen, wir kämpfen jetzt mal eine ganze Woche nicht in der Arena, weil das Bullshit ist, wie das momentan funktioniert. Aber da wird so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, weil die Saison oder das normale Kämpfen in der Arena hat ja mit den Turnieren nicht unbedingt was zu tun. Okay, so viel dazu. Wie gesagt, in Teilen stimme ich denen auf jeden Fall zu. Den Grund, den sie angegeben haben, warum sie das jetzt boykottieren, den kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Liegt aber auch daran, weil ich nicht so weit da oben bin. Aber da muss man auch verstehen, dass man eben, wenn man nur mit 140 Leuten über 5.500 Trophäen ist und das Ganze wirklich fair stattfinden soll, dass der Bereich gegen die Leute, die man kämpft, kleiner ist und der ist kleiner geworden. Ja, die Trophäenzahl wurde verringert. Dafür wurde aber das Skill-Level der Saurier und das Boosting hinzugefügt. Aber wenn ihr jetzt überlegt, ihr seid da oben bei 5.500 bis 6.000 Trophäen, ihr habt alle Saurier auf 30 oder nahezu alle und boostet dann auch hoch. Natürlich wird es dann sehr schwierig, einen Gegner zu finden.
So viel dazu. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich freue mich trotzdem auf das Turnier. Ich werde auch ein paar Matches spielen. Wie gesagt, ich habe jetzt da nicht die Ambition, Top 500 zu erreichen, weil ich am Wochenende einfach nicht genügend Zeit dafür habe. Und das sehe ich realistisch. Ich hoffe aber, ihr macht damit. Und ich hoffe, ich sehe einen von Legion of Storm in den Top 500 oder sogar noch ein paar mehr. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt jetzt das Turnier soweit verstanden. Und ja, wünsche euch viel Erfolg bei dem Turnier. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da und auch ein kostenloses Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens morgen im Stream oder zum Strike-Event wieder. Und ja, macht's gut. Bis dahin und ciao.